Ein Wort, das man besser heute nicht mehr anwendet, für das es in der heutigen Zeit oder in der Kirche keine Auslegung mehr gibt. So sagt es der eigentlich zurzeit bedeutendste Matthäus-Kommentar. Es ist jenes Wort, das wir am Beginn des Evangeliums gehört haben. Es ist leider wieder aus dem Zusammenhang gerissen. Unsere Liturgiestrategen haben ja die Bergpredigt ein wenig zusammengeschnitten. Die goldene Regel, die dann folgt, alles, was ihr von anderen erwartet, das tut auch ihnen, oder das Wort vom engen Tor, kommt erst nach dem Wort Jesu, dann vom Bitten und vom Anklopfen. Davor steht dieses merkwürdige Wort: Gebt das Heilige nicht den Hunden und werft die Perlen nicht vor die Schweine. Das Wort ist uns sehr vertraut, es ist sehr sprichwörtlich geworden in unserem Sprachschatz, die Perlen nicht vor die Säue zu werfen. Die Ausleger, hat man den Eindruck, zumindest die moderneren, drücken sich davor. Sie sagen, dieses Wort passt überhaupt nicht ins Matthäusevangelium. Und es ist die Frage, ob es zu Jesus passt. Was zumindest dieser letzte große Kommentar konzidiert, ist, dass Matthäus ein konservativer Evangelist ist, der dieses Wort nicht einfach unter den Tisch fallen lässt. Es gehört zu der Sammlung, die er benutzt, um das Evangelium zu schreiben, als Jesuswort, und er will es nicht fallen lassen. Also war doch für Matthäus offenbar klar, dass es ein Wort Jesu ist. Und niemand kann einen Beweis dafür erbringen oder einen gescheiten Gedanken, warum Jesus einen solchen Satz nicht gesagt haben sollte und ihn nicht an dieser Stelle in der Bergpredigt gesagt haben sollte. Vielleicht ist das ein Kennzeichen auch für unsere Zeit. Unser Kommentar sagt, dieses Wort ist immer schrecklich benutzt worden in der Abgrenzung oder in der Gleichsetzung mit dem, wie man das angewendet hat. Wer sind die Hunde, wer sind die Schweine? Natürlich ist auch die christliche Auslegungsgeschichte nicht frei von Irrtümern und auch von schlimmen Anwendungen. Ob das die Ketzer, die Heretiker, die Juden sind, die Heiden sind, man war da nicht immer sehr sparsam mit der Zuordnung. Aber das ist ja gar nicht der Fokus des Wortes. Das Eigentliche ist doch, dass wir einmal darüber nachdächten, was ist denn das Heilige? Und damit tut sich unsere Zeit schwer. Unsere Zeit, unsere Gesellschaften haben kein Gefühl mehr für Heiligkeit. Ihnen fehlt das, was man früher Ehrfurcht nannte. Vor Räumen, vor Orten, vor Ereignissen, vielleicht sogar vor Personen. Man könnte, die täglichen Nachrichten sind voll davon, etwa wie diese Meldung heute Morgen, dass jemand in Bonner Münster in die Krypta eindringt und den Sarkophag der Bonner Stadtpatrone, 100 Kilo schweres Reliquiar, aus dem Gitter herauszieht und auf die Erde knallt und den Tabernakel aufreißt, konnte verhaftet werden. Also Vandalismus pur, egal aus welchen Motiven, das wissen wir noch nicht. Es gibt jeden Tag solche Beispiele, leider Gottes. Es ist eher ein Zeichen dafür, dass etwas verloren gegangen ist. Und ich denke, dieses Wort, von dem man meint, unsere führenden Schriftgelehrten meinen, man könne das nicht mehr recht auslegen und anwenden, lädt uns genau dazu ein. Spricht dieses Wort wirklich nicht mehr zu uns? Das Heilige auch zu schützen, Ehrfurcht davor zu haben. Was ist das Heilige? Allem voran alles, was mit Gott zu tun hat. Christus, sein Wort, sein Sakrament, was seinem Namen untersteht. Es ist nicht einfach, ihn zu profanieren, zu veralltäglichen. Wir sind in großer Gefahr, das so zu sehen. Aber in dieser Banalisierung des Heiligen werden wir solche Früchte, wie das eben zitierte, erst recht ernten. Und es beginnt bei uns, ob wir das Heilige heilig halten. In der ostkirchlichen Liturgie gibt es den Ruf,
bevor das Sakrament gespendet wird, ausgeteilt wird, die Eucharistie. Das Heilige den Heiligen. Damit wird klar erkenntlich gemacht, was das Heilige ist. Und wir kennen es aus unserem vielleicht überholten Sprachgebrauch, wie manche meinen. Wir sprechen auch vom Allerheiligsten. Aber das Allerheiligste kommt dann auch zu den Heiligen, zu denen, die getauft sind, die zu Christus gehören. Und wenn wir von anderen sozusagen Ehrfurcht erwarten, und deshalb ist dieses Wort sehr wohl verbunden mit dem, was Jesus gestern sagte, müssen wir zuerst einander die Ehrfurcht erweisen.